Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, ich war einkaufen. Heute ist ja Montag und irgendwie sehe ich mich irgendwie anders als sonst. Ich weiß nicht. So, auf jeden Fall ist was passiert. Ich werde mich jetzt einmal umdrehen, damit auch ich sehe, wie das aussieht. Und ihr seht, ich habe meine Haare, tada, abgeschnitten und ich glaube, es ist wirklich jetzt schief. Weil ich habe sie ja wirklich, also so ein Stück kam da weg. Weil ich habe Haarausfall ohne Ende. Ihr seht das, ne? Ich kann immer wieder. Nein. Und ich verliere meine Kräuselhaare. Seht ihr das? Solche Haare habe ich. Ja. Das ist jetzt schon die. Oh Gott, ich liebe diese Haare. Ja. Und ich habe das bei Maria auch entdeckt. Sie hat auch so ein Haar, aber nur ein Haar. Aber da kommen bestimmt noch mehr, ne? Ja? Okay, ist ja keine Meinung. So, wir waren heute mal bei Aldi. Ja? Milosch, bitte, ich mache ein Video. Einen Moment mal kurz. So, wir waren bei Aldi und es ist ein sehr, sehr ungesunder Haul, denn ich werde das Fleisch, was ich noch eingefroren habe, werde ich erstmal verarbeiten. Kartoffeln essen wir irgendwie nicht so. Reis habe ich noch da. Und alles, was im Gefrierschrank ist, wird erstmal aufgebraucht. Deswegen ist das ein sehr, sehr ungesunder Haul. Und ich war auch wieder beim Bäcker und habe Brötchen gekauft. Wo kommst du? Ja, ich habe heute mal einen Rock an. Und nein, ich habe 0,0 abgenommen. Und ich fühle mich immer noch wie so eine Presswurst. Wie so eine aufgeblähte Wurst und alles, was ich anziehe, ist so zusammengepresst. Und das T-Shirt ist locker und das ist auch ein lockerer Rock. Deswegen habe ich das heute mal angezogen. Ich habe die Sachen anprobiert vom letzten Jahr. Da passe ich gar nicht mehr rein. Überhaupt nicht. Mein Bauch ist immer noch im Weg und ja. Aber egal. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. So, genau. Wir waren bei Aldi einkaufen. Sehr ungesund. Die haben Plattpfirsiche mitgenommen, 3 Stück. Die waren im Angebot für 1,89. Dann habe ich einmal eine 2 mitgenommen. Die waren im Angebot für 89 Cent. Und es ist so tierisch heiß hier. Boah. Also entweder ist es richtig, richtig kalt, dass man sich dick anziehen muss. Oder es ist so warm, dass man gar nicht mehr weiß, wohin mit sich. Und so ist es heute. Dann habe ich einmal diese Capri-Sonne, diesen Sirup mitgenommen. Werde ich mal ausprobieren. So, dann habe ich 2 Birnen mitgenommen. Lose. Wir probieren die erstmal, ob die schmecken oder nicht. Ich bin ja ein bisschen eigen, was das angeht. Ein Kohlrabi durfte mit, denn irgendwie die Kohlrabi für 49 Cent im Angebot. Denn irgendwie unsere Kohlrabis, die wollen irgendwie nicht so. Nein. Also die wachsen zwar, aber die wachsen irgendwie ganz komisch. Also nicht rund, sondern eher so spitz. So, dann durften Kekse noch mit, Leibniz für 99 Cent. Dann durften diese Kekse noch mit Vanillegeschmack. Dann Kekse mit Kakao. Ich sag ja, es ist ein sehr, sehr ungesunder Haul. Denn Geflügelfleischwurst wollte der Große, der Kleine, der Große ist ja gar nicht da, der ist bei seinem Papa. Denn Zuckeraprikosen habe ich mal mitgenommen. Ich habe die, glaube ich, noch nie gegessen. Und irgendwie hatte ich da Lust drauf. Ja, die werde ich mir gleich waschen. Obwohl, erstmal werde ich frühstücken. Ich habe nämlich noch nichts gegessen, außer ein Schokobrötchen. Einmal diese durften mit. Das sind die normalen. Und dann habe ich die nochmal mit Kokoscreme mitgenommen. Ja. Dann einmal die Nachmache. Für Maria durfte auch was mit. Und zwar dieser Schlafsack für 4 Euro nur noch. Bei Action kosten die 5 Euro. Und sie trinkt so unglaublich viel, dass ich gar nicht mehr hin. Was war das? Hinterher komme mit den Waschen. So. Also die Windel ist immer so nass nachts, dass ich immer wieder waschen muss. Dann durfte einmal Schinken mit, einmal Hackfleisch. Ihr habt den Food Hall gesehen und ich habe ihn abgerochen, weil da was vorkam und dann bin ich nicht mehr dazu gekommen, den weiterzudrehen. Naja, auf jeden Fall
habe ich da auch nicht mehr viel gekauft. Ich habe, glaube ich, nur noch von Aldi diese Mäuse da gekauft und einmal Salami, glaube ich, wenn ich euch das nicht schon gezeigt habe. Auf jeden Fall war die Tüte eigentlich schon leer. Wir waren heute bei DM, bei Netto mit Hund und bei Jawohl. Und bei Jawohl habe ich ganz, ganz viele Blumen gekauft. Was heißt ganz viele? Ich habe ein paar Blumen gekauft. Es wurde auf einmal so dunkel da, deswegen gucke ich gerade. Aber es ist nur eine Wolke. Genau, ganz, ganz viele Blumen. Also Lavendel, so einen richtig großen Topf. Nee, gleich, Schatz. Dann so eine andere. Du kannst noch mal meins Video. Dann habe ich ein Oleandra. Naja, auf jeden Fall Bäumchen habe ich auch gekauft und alle für 1 Euro. Da musste ich zuschnappen. Dann will ich meine Terrasse ein bisschen schöner machen, weil die Pflanzen, die da sind, irgendwie ist das nicht so gewachsen. Und Gemüse und so bauen wir ab nächstes Jahr oder Ende dieses Jahres bei meinem Onkel an. Da nehme ich eine riesengroße Fläche und der ist jetzt auch auf den Geschmack gekommen und hat gesagt, komm, wir können da auch zusammen machen. Ja, und deswegen haben wir dann nicht mehr so viel Gemüse im Garten, in unserem Garten, sondern alles nur noch schön mit Blumen und alles ist dann ordentlich. Da müssen wir halt eben immer zu meinem Onkel fahren, aber das macht nichts. Da haben wir eine riesengroße Fläche und wir können alles anbauen, was wir wollen. So, auf jeden Fall, wir waren bei Jawohl und da gibt es dieses Eis hier. Da sind noch 6 Stück drin für 1,99 und ich glaube, das ist schon Wasser. Denn wir sind gefahren und natürlich war dann ein Unfall. Da mussten wir eine halbe Stunde stehen und bis wir zu Hause waren. Und jetzt ist das, glaube ich, naja, ich bringe das mal schnell in den Gefrierschrank. So, dann die Zeitschrift, aber von seinem Geld, nicht von meinem Geld. Denn Chicken Nuggets durften einmal mit. Die schmecken wenigstens, die von Lidl in der großen Packung. Die sind ja, oh, das ist ja, also da merkt man wirklich, dass kein Fleisch ist. Denn Stilleinlagen, da gibt es bei DM eine große Packung. Die kostet weniger und dann gab es nochmal 20% auf die Packung. Genau. Dann durfte einmal Hähnchen, nee, was ist das? Krustenbraten durfte mit. Genau, dann nochmal eine Flasche für Fußball. Dann wieder Brötchen natürlich, wie immer. Hier noch eins. Hier Nein. sind die ganzen Karten. Schatz, ja super. Eine Glasflasche, eine große diesmal, weil jetzt trinkt sie ja schon mehr und bald können wir anfangen mit Brei. Ich warte noch ein bisschen, aber ja, dann nehme ich die anderen für Trinken nämlich. Ich glaube, da brauche ich aber noch einen anderen Sauger für. Und naja, wenn sie irgendwann anfängt, Zähnchen zu bekommen, ich weiß nicht mehr, ab wann das anfängt. Ich glaube, dann habe ich Angst, dass sie mir die ganze Zeit da drauf beißt. Und dann werde ich wohl abpumpen und dann in der Flasche geben. Aber ich weiß noch nicht. Nicht, dass jetzt wieder Kommentare kommen. Oh, sondern ich weiß es einfach noch nicht. Ich habe sie einfach vorsichtshalber schon mal mitgenommen. Ne? Man weiß ja nie. Und ich muss auch zum Zahnarzt. Und ich weiß nicht, ob, wenn ich da diese Spritze bekomme, ob ich sie dann stillen darf oder ob ich warten muss und wie auch immer. Deswegen muss ich da dann auch, also da stille ich dann auf jeden Fall ab. Bevor er dann sagt, ja nee, also jetzt können sie erstmal ein paar Stunden nicht stillen oder so, ne? So, dann gab es gratis hier so ein Fotoalbum. Richtig süß. Und noch eins, ich habe 2 bekommen, weil einmal für Maria, einmal für Milos, weil Milos noch in dem Alter ist. Und Dejan hat einen Fotorahmen bekommen zum Geburtstag. Genau. Dann einmal Duschgel durfte mit. Dann für die Fliegen, wir haben ganz, ganz viele Fliegen. Diese Fliegenfänger hier, ich finde die richtig eklig. Wenn die es dann von der Decke hängt und die ganzen Fliegen da dran sind. Aber anders kriege ich die nicht los. Dann habe ich 2 Bodentücher mitgenommen. Und zwar habe ich ja meinen Dampfreiniger, den benutze ich auch immer. Aber so, mir ist jetzt so, irgendwie muss das auch mal ein bisschen gut riechen, ne? Und ja, ab und zu dann einmal mit einem feuchten Lappen einmal rüber und dann mit, mit Bodenwischzeug da. Genau, damit das einmal gut riecht hier. So, dann einmal solche Mini-Würstchen, die waren reduziert bei Netto. Die gab es bei DM gratis. Dann durfte Salami mit. Die sind nämlich bei Netto mit Hund. 2 Stück für 2,50 und da durften ein paar mit, weil Salami geht immer. Und Pizza essen wir ja auch öfters.
deswegen durften die mit. Und da habe ich einen riesen Schnapper gemacht. Eigentlich möchte ich gar keine Klamotten mehr für die Kleine kaufen. Aber das ist jetzt Größe 68 und ich glaube 68 lange Hosen. Doch, habe ich, glaube ich. Aber lange Hosen habe ich, also so Winterhosen, habe ich, glaube ich, gar nicht so viele. Naja, auf jeden Fall sind das zwei Stück und die sind so süß. Hier mit einem Knöpfchen dran. Richtig süß. In 68, genau. Und für 1,75 Euro zwei Stück. Da konnte ich ja nicht Nein sagen, ne? Da mussten die mit. So, die werden gewaschen. Und dann habe ich noch für 2,50 Euro so ein Babykleidchen mitgenommen. Für den Winter. So. Wir sind auch gleich fertig. Ich habe nicht so viel mitgenommen. Kuchen war im Angebot für 1,49. Der kommt dann immer mit. Ich hoffe, es bleibt stehen. Dann durfte noch so eine Bauernsalami, so eine ungarische Sand mit. Für 4,50 Euro durften vier Schlüpper mit. Ja, vier Stück. Für den Kleinen. Da kann ich die anderen nämlich mal aussortieren. Ne? Da kriegt er mal neue. Dann durfte diese Soßen hier mit, einmal Burgersoße und einmal die Soße. Und ich glaube, eine davon kann man testen oder sowas. Ich glaube, ja. Auf jeden Fall habe ich die mitgenommen. Und dann ist das leer. Da ist nur noch Geld drin. Mein Sohn schmeißt immer Pfandflaschen in den Mülleimer. Ey, man muss da immer aufpassen. Ist auch Geld, ne? So, dann durften noch dreimal Windeln mit. Genau. Und mir ist aufgefallen, sie erzählt. Ich weiß nicht, mit wem sie redet. Sie erzählt aber. Die stinken. Alter Schwede, die stinken richtig, richtig doll. Also ich kaufe die jetzt nur noch von Rossmann. Jetzt habe ich die mitgenommen, weil ich die brauchte. Und ich so schnell nicht zu Rossmann gehe. Genau. Aber die kaufe ich nicht mehr. Die, also man zieht sie an und dann stinken die gleich. Und ich denke immer, warum stinkt sie denn so? Ne? Das sind die Windeln. Ja. Naja. Feuchttücher habe ich, glaube ich, noch bis zu ihrem ersten Lebensjahr genügend, wenn nicht sogar noch bis zum zweiten Lebensjahr. Ich habe so viele Feuchttücher gekauft. Ja, und das war's. Das war mein Haul. Klein, fein, aber so ein bisschen was. So, und dann beende ich dieses Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben, ein kostenloses Abo. Ich würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Tschüss!